Nachfolger Pokémon Schwert, Leute, und heute die spannendste Folge Pokémon Schwert, würde ich sagen, Leute. Denn heute ist der Champ Fight gegen Dialian. Heute wird bewiesen, ob ich der neue Champ werde oder nicht, Leute. Und hier noch ein bisschen vor Boxen kommt. Hier, zack, zack, zack. Seht ihr, hier noch ein paar Setups. Oh ja, yeah. Die Masse ist fertig machen, Leute. Wir sind bereit. Würde ich sagen, wir sind bereit. Okay, sein Signature wird safe das Glurak im Dynamax. Weil, das kann man sich denken, Leute, wenn das überall so gepostet wird. Ich würde sagen, wir starten mit Geli. Weil ich nicht genau weiß, was sein Start-Pokémon ist. Mal schauen, Leute, wie der Fight wird. Ob der spannend wird oder wack, Leute. Ich hoffe, das wird kein wacker Fight. Weil dann wäre die ganze Spannung weg. Mal schon, da steht der Junge. Auch schon, ey. Dealien. Bist du bereit zu verlieren? Spürst du das? Den Kontrast zwischen der kühlen Anspannung hier auf dem Platz und dem überkochenden Gefühl auf den Zuschauerrängen? Ich liebe beides. Du nicht auch? Aber denk daran, dass nicht alle Zuschauer hier im Stadion auf deiner Seite sind. Es mag grausam klingen, aber manche von ihnen wollen nichts mehr, als sich verlieren zu sehen. Denk gar nicht, der Gedanke daran ist furchteinflößend. Für mich gibt es Größeres, als diese Angst ins Gesicht zu sehen und gemeinsam mit meinem Team allein zu zeigen, was wir drauf haben. Ich liebe es, alle Erwartungen zu zerschmettern und den Sieg an mich zu reißen. Meine Pokémon sind schon ganz unruhig in ihren Bällen. Sie wollen endlich kämpfen, gleich ist es soweit. It's Champ Time! Ich bin Dialian, der Champ der Galar-Region. Zwar mit meinem Teampartner Glurak und meinem anderen Pokémon habe ich Unmengen an Wissen und Erfahrung gehäuft. Genau in diesem Grund werden wir dich auch gleich in die Tasche stecken. Aha, Diss an sein Team. Dass er nur Glurak hat? Aha. Aha, Leute. Moment mal, was zum... Da auf dem Bildschirm. Seht nur, was ist das? Hallo, Dialian und Skelly. Okay, Leute, ist doch erst die Story. Ich habe soeben die finstere Nacht eingeleitet, um die Zukunft Galas zu retten. Ich habe leider wohl dabei gefährlich hohe Mengen an Energie freigesetzt. Das kann man sich denken. Junge. Okay, wenigstens kommt das... Es wäre nie so weit gekommen, wenn du bloß auf mich gehört hättest, Dialian. Zum Glück kommt das Story-Finale und so, vor dem Champ-Fight, Leute. Okay, dann doch kein Champ-Fight heute. Dialian Skelly! Was ist, Hop? Das war doch das Stadion von Claw City, oder? Was hat Rose da eben getan? Ich habe keinen blassen Schimmer. Als ich gestern mit ihm geredet habe, hat er völlig versessen von irgendeinem Problem erzählt, das in 1000 Jahren in die Zukunft läuft. Hat er etwa vor, diese Sache auf eigene Faust zu lösen? Ich muss sofort nach Claw City. Das ist meine Pflicht als Champ. Hätte ich gestern versucht, Rose besser zu verstehen, wäre nichts passiert. Ich bin für die Situation mitverantwortlich, also muss ich auch etwas dagegen unternehmen. Ich werde mich um die Sache kümmern. It's Champ Time. Okay, Leute, wir müssen uns auch drum kümmern. Ey, warte, du weißt. Und Weg ist er, wetten, dass er sich auf dem Weg nach Claw City nur wieder verläuft. Ich glaube bei sowas nicht, Leute. Ich muss meinem Bruder irgendwie helfen. Aber wie? Ich war ja nicht mehr stark genug, um dich zu besiegen, Skelly. Du bist eine Maschine, Hop. Ich bin halt zu krass. Da ist klar, dass du nicht gegen mich ankommst. Ach, das sagst du doch jetzt nur. Moment. Rose meinte, er hätte die finstere Nacht eingeleitet, stimmt? Das ist doch dieses Ereignis aus der Legende. Als plötzlich der Himmel total dunkel wurde, wie kann er sowas einleiten? Und wo kenne ich diesen Begriff gleich nochmal? Von Sanya und... Junge, ihr benutzt die finstere Nacht schon die ganze Zeit, um die Pokémon zu Dynamaxen. Fällt euch das nicht auf, Alter? Sind die da echt dumm? Von der Heldenstatue aus Engine City, nehmen wir mal die Statue. Ah, jetzt erinnere ich mich, Sanya hat uns vor der Heldenstatue in Engine City davon erzählt. Inzwischen sind wir natürlich schlauer. Wir wissen jetzt, dass es zwei Helden gab, die mit dem Pokémon Schwert und dem Schild für unsere Nacht beendeten. Okay, safe kriegen wir jetzt das Schwert-Pokémon und Hop das Schild-Pokémon.
Weißt du was? Irgendwas sagt mir, dass wir diese zwei Pokémon suchen sollten. Was denkst du, wo wir sie finden können, Skelly? In Furlongheim oder Kirchester? Warum? Im Schlummerwald, da haben wir oh, ich kann diesen Namen nicht aussprechen. Getroffen. Bingo! Im Schlummerwald, dieses rätselhafte Pokémon, gegen das du dort gekämpft hast, war in Wirklichkeit bestimmt eins der beiden schon mal in einem Pokémon. Also los, worauf warten wir noch? Ich wette, im Schlummerwald finden wir Hilfe. Leute, endlich geht die Story mal richtig los. Ich habe mich schon mal gewundert, was losgehen soll. Ein Kumpel meinte zu mir nur, dass nach dem Champ Battle das abgehen soll. Anscheinend jetzt doch vor, keine Ahnung, Leute. Wir sehen es einfach. Huch, was macht ihr denn hier? Skelly und Hop? Sag jetzt bloß nicht, Skelly hat das Champ Match aussetzen lassen. Moin Ma, was geht? Weißt du, etwas noch nicht sein, ja? Liga-Präsident Rose hat das Turnier unterbrochen. Es herrscht ein riesiges Chaos. Was? Was? Ist das wahr? Ich war bis eben im Schlauwald, um ein paar Nachforschungen anzustellen. Sei es völlig damit vorbeigegangen. Erzählen Sie bitte mehr. Also, das war zuerst dieser schwarze Wirbel, der über die Kloster, die erschienen ist. Wie nannte der Liga-Präsident ihn noch gleich? Ach ja, die finstere Nacht. Es war ein heilloses Durcheinander, sag ich dir. Aber darüber mache ich mir keine Sorgen. Unser unschlagbarer Champ kriegt die Sache schon wieder hier in den Griff. Da bin ich mir sicher. Stopp, halt, Pause. Haben Sie gesagt, finstere Nacht? Oh nein. So heißt der schwarze Wirbel, der vor langer, langer Zeit beinahe ganz Gala zerstört hätte. Das geht so nicht zu stark alles. Aber eins verstehe ich nicht. Was für euch ausgerechnet hierher, Skelly? Wollen die finstere Nacht aufhalten? Wir suchen das Pokémon des Schwertes. Wenn die Legende stimmt, ist dem Pokémon des Schwertes und des Schildes damals gelungen, die finstere Nacht zu bezwingen. Das heißt, sie können uns vielleicht dabei helfen, den Wirbel loszuwerden. Okay, ich bin dabei. Nehmt das und geht schon mal in den Schlummerwald. Ich komme so schnell, ich kann nach. Es gibt da noch eine Sache, die ich vorher klären muss. Safe kriegen wir jetzt den Meisterball. Oh nein, Top-Beleber. Kein Meisterball? Normal kriegt man doch immer, um die Legis zu fangen, Meisterbälle. Okay, Leute. Tut, was du tun musst, mein Junge. Du bist jetzt schließlich wahrscheinlich der Pokémon-Trainer. Ich weiß nicht mehr, wie ich diese Stimme bei der gemacht hatte. Skelly, es gibt keine Garantie, dass wir diesmal voll... Oh, sorry. ...diesen seltsamen Nebel verschont bleiben. Aber selbst wenn wir uns von unserem Pokémon inzwischen viel stärker als damals, uns kriegt so schnell niemand klein. Wenn ich mir recht überlege, hat unser legendäres Abenteuer genau hier angefangen, als wir versucht haben, dieses Wolli zu finden. Und das nächste Kapitel der Legende von Hop spielt auch wieder im Schlummerwald. Los geht's! Okay, Leute. Hat sich was verändert im Schlummerwald? Bis jetzt nicht. Oh, jetzt laufen wir auch endlich wilde Pokémon rum. Safe sind die hier nur auf so Level 5 oder so Basis. Okay. Hat nur die erste Pokémon, was ist das? Ein. Ach, Dingsbums aus der 7. Gen. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Hier, zack. Leute, hier müssen wir lang. Hier konnten wir letztes Mal nicht lang. Okay, ab jetzt ist das für uns alle blind. Okay. Ich bin gespannt. So. Mit welchem Pokémon starten wir? Ich würde sagen, Geli. Ah, Leute. Ich habe keinen Bock, das zu killen. Das ist die Sache. Okay, Leute. Müssen wir versuchen, das irgendwie nicht zu killen. Ich hoffe, das ist irgendwie auf 60 plus. Weil normal waren die Legis immer auf 50. Okay, ein Gala Smogmog. Okay, ein Dingsbums. Fünfte Gen, dieses Psycho-Ding. Und, okay, aber wo müssen wir lang, ist die Frage. Müssen wir hier lang oder beim Holz? Okay, hier kommt man, glaube ich, dann vom Holzklotz, wenn man da lang geht oder so, Leute. Und hier geht's lang. Okay. Okay, da ist ein Item. Ah, warte. Da wäre ein Gala-Dingspunkt. Auch bei einem Pokémon kann dieses Item tragen, es ermöglicht die Garantie. Fluch ist im Kampf mit einem wilden Pokémon. Okay, hier. Dieses Flauschling, keine Ahnung, wie es heißt. Okay, Hopp, warte. Ich dachte, hier wäre noch was. So, Hopp.
schon was gefunden? Da gibt's doch nicht. Der Nebel ist ja noch dichter als damals. Boah, so ist da. Jetzt wurde er einfach dichter. Grüße geh raus. Oh, es kommt. Moin. Moin, was geht? Kiddies. Was geht? Möchte euch nur. Weird. Das sind die. Das müsste das Pokémon des Schwertes und das Pokémon des Schildes sein. Moin, Meister. Was geht? Tschüss, Meister. Okay, dann sind die wohl weg, Leute. Kann man nichts machen. Ne? Ey, wo wollt ihr hin? Wir brauchen eure Hilfe. Nanu, was steht ihr hier so tatenlos rum? Was meinst du? Die Pokémon Schwert und des Schilds waren doch eben hier. Hast du sie etwa nicht gesehen? Sie sind gerade in dem Wald verschwunden. Was faselst du denn da? Außer ich war hier weit und breit niemand zu sehen. Sehen nur wir sie, Leute? Wer weiß? Aber was haben wir da eben gesehen? Eine Vision oder was? Das weiß ich leider auch nicht. Aber ich habe jede Menge Bücher gewählt. Darunter auch welche, die nicht aus Gala stammen. In einem davon bin ich endlich auf eine neue Information gestoßen. Das Pokémon des Schwertes heißt Zacian. Das Pokémon-Schild ist Zamazenta. Angeblich wurden die beiden vor langer, langer Zeit jenseits des Schlummerwaldes geboren. Verstehe. Danke, Sanya. Okay, wir sind die beiden Pokémon begegnet, selbst wenn es nur eine Vision war. Das heißt, das Schwert und Schild, die sie bei sich führten, können auch nicht weit sein. Hopp, warte doch mal. Renn nicht einfach so los. Mann. Oh, Wasser-Pokémon? Gibt's hier irgendwas Cooles zu fangen? Ein cooles Gala-Pokémon? Das nehme ich mir nicht weg. Okay, Leute. Oh, Katzin. Ui, was ist das denn für ein Schreien? Okay, aber man muss sagen, die Katzen so sind schon gut gelungen im Spiel, bis auf die Bäume. Die sind überall kacke. Aber naja, okay. Hier schlummert's anscheinend. Sieh dir das an, Skelly. Dieser Ort schreit eine unglaubliche Atmosphäre aus. Ja. Warum bin ich immer ultra müde, wenn ich Pokémon aufnehme? Wir sind der Legende Definitor hier auf der Spur. Ey, warte doch mal, Junge. So, ich glaube, jetzt kommt gleich der Bossfight, ne? Der Bossfight. Der Fight gegen Sledgy, ne? Okay, da ist es anscheinend vergraben, sein Schwert. Und es. Ja, moin. Sieh nur, Skelly, das Schwert und das Schild, die Legende ist also wahr. Okay, Leute. Wir speichern ab, bevor was passiert, Leute. Okay. Safe, wenn ich sie jetzt anfasse, wird es rauskommen, Leute. Okay. Okay. Ich glaube, ich bin bereit. Okay, Leute. Jetzt kommt's. Wir müssen das Schwert einfach nur reinmachen wie Excalibur. Rostiges Schwert. Mit diesem Schwert soll ein Held einstmalig große Unheil abgewendet haben. Rostig sowie der Zahn der Zeit haben jedoch ihre Spuren hinterlassen. Okay, ich nehme dein Schild. Aber das Ding hat es schon mal bessere Tage gesehen. Ob man damit wirklich die finstere Nacht bezwingen kann? Naja, zumindest der Glücksbringer ist es gerade so noch zu gebrauchen. Okay, Leute. Ah. Hätte ich jetzt Pokémon Schild, hätte ich das Schild genommen. Ah. Die Pokémon des Schwertes und des Schildes hingegen scheinen in einen tiefen Schlaf gefallen zu sein. Sieht so aus, als seien wir doch auf uns allein gestellt, wenn wir dir helfen wollen. Ha. Kann ich das Schwert dann nicht einfach reinstecken? Hä? Es muss doch diesen Excalibur-Move machen. Hä, wo ist das Schwert jetzt? Hä? Wo ist das Schwert hin? Hä? Ich hab's in keiner Tasche. Ja, moin. Okay, Leute. Hä? Okay, dann müssen wir das irgendwann später reinpacken, das Schwert. Den kämpft sich ja noch im Stadion von Claw City gegen die finstere Nacht. Wollen wir mit dem Flugtaxi dorthin fliegen, Skelly? Ja, los geht's. Okay, raus aus dem Wald hier und dann Abflug nach Claw City. Okay. Dann helfen wir mal Delian ohne Zacian. Wer kommt bitte auf so einen Namen? Roy, was geht? Moin. Oh, hallo, ihr zwei.
dummes Timing, dass die ganze Chaos direkt vor dem Champ-Match zwischen dir und Dia Skelly ausgebrochen ist. Die Assistentin von Rose meinte, er wolle die Gala-Region mit Hilfe der Energie retten, die irgendein Pokémon abgibt. Ich habe nicht das blasse Schimmer, wie das funktionieren soll. Ist doch der blanke Wahnsinn. Das ist, dieses Ding. Oh, ich weiß, wie es heißt, Leute. Ich kenne das aber. Mir ist piep egal, wie gefährlich diese finstere Nacht aus sein mag. Ich weiß nur eins, ich muss meinem Bruder helfen. Ich weiß. Wir machen Dickerchen. Man Hop kann einfach nicht stillstehen. Manche Dinge ändern sich wohl nie. Zum Glück wurde niemand verletzt, das ist die Hauptsache. Alle wurden von unseren Arena-Leitern und Pokémon rechtzeitig aus der Gefahr gebracht. Du willst jetzt bestimmt unseren Champ und dem Rest der Bevölkerung Galas helfen. Gehen was? Genau. Dann bekommt es die finstere Nacht also mit dem unschlagbaren Champ sowie mit dem stärksten aller Challenger, seinem Rivalen, zu tun. Da kann man ja schon fast Mitleid haben, aber nur fast. Mit dem stärksten aller Challenger bist du natürlich du gemeint und jetzt ab ins Stadion mit dir. Hä, ich dachte, es geht in die Schatzkammer. Oder in diese Kammer, wo wir nie durch konnten. Ja, okay, gleich richtig, Leute. Olivia, bist du endlich mal auf unserer Seite, oder was? Ey, du musst mir helfen, Challenger. Und zwar sofort. Ich meine natürlich. Bitte hilf mir, bitte. Meine Pokémon hat sich aus einem mir unbekannten Grund dynamaximiert und ist im Stadion außer Kontrolle geraten. Roy hat es auf seine gewohnte und wollte Art, nein, er hat es auf seine gewohnte professionelle Art wieder beruhigt. Aber wenn sich die anderen Pokémon hier auch dynamaximieren, sehe ich schwarz. Was, wenn das unterirdische Energiewerk, in dem sich der Gala-Präsident auffällt, einstürzt? Ich weiß, das klingt verantwortungslos und egoistisch, aber ich flehe dich an, bitte begeb dich in das unterirdische Energiewerk und halt den Gala-Präsidenten auf. Er hat ein Pokémon namens Endynalos erweckt. Der Körper dieses Wesens strahlt eine Energie aus, die bei anderen Pokémon die Dynamaximierung auslöst. Leute, das habt ihr safe schon auf dem Thumb. Ich pack das safe aufs Thumbnail, Leute. Wenn wir nicht unternehmen, dann maximieren sich am Ende alle Pokémon der Gala-Region. Und was dann passiert, kannst du dir sicher selbst vorstellen. Fühl dich an, bitte fahr mit dem Aufzug dort in das unterirdische Energiewerk und rette den Liga-Präsidenten. Der kleine Bruder des Champs habe ich auch schon nach unten geschickt, aber seitdem nicht mehr von ihm gehört. Wir machen das, Leute. Kommt. Wir halten Rose auf. Okay, Energiewerk. Okay, was haben wir hier? Da geht es jetzt nicht lang. Du sollst mit Präsident Rose sprechen. Sorry, dass ich mich mal umgucke. Okay, da drin hat es geschlummert. Leute, dieses Pokémon, das ist ja die finstere Nacht. Und aus dem wurde wahrscheinlich die Energie für Dynamaxen gewonnen. Leute, mittlerweile kann ich 1:1 zusammenziehen und anscheinend ist das jetzt ausgebrochen hier. Hopp, was los? Was soll das alles? Ich will doch nur meinem Bruder helfen. Was ist hier los? Rose, was haben sie getan? Na nur, was willst du hier, Challenger? Die finstere Nacht aufhalten. Oh, mit dieser Antwort hatte ich nicht gerechnet. Du bist offenbar nicht auf dem neuesten Stand. Es gibt nichts mehr aufzuhalten. Die finstere Nacht, auch bekannt als Endynalos. Das stärkste aller Pokémon ist bereits erwacht. Ein paar Worte zu meiner Verteidigung. Ich weiß genau, dass du jetzt denkst, du hältst mich von meinem bösen Menschen. Du hast kein Funken Verständnis für das, was ich hier gerade tue. Aber ich habe eine Aufgabe, eine Berufung. Ich muss die Gala-Region mit unbegrenzter Energie versorgen, damit sie sich bis in alle Ewigkeit in Frieden fortentwickeln kann. Um das zu erreichen, habe ich Endynalos Wunschsterne verabreicht, das rote Licht, das in Claw City für so viel Aufregung sorgt hat, war Teil eines Experiments und Endynalos zu erwecken, als das Sinnvorkehrung, um die Zukunft der Gala-Region zu schützen, verstehst du? Ich werde nicht zulassen, dass du mir dabei in die Quere kommst. Oh, der Fight gegen den Liga-Präsidenten, Leute. Ups.
Rose vom Makrokosmos fordert dich heraus. Aber nur 5 Pokémon. Okay, Kavalanza hat ein Käfer-Pokémon. Okay, wir haben selbst Käfer. Und ich war dumm und habe meine Liste nicht rausgepackt. Leute, wartet. Okay, haben wir schon mal gegen Käferstahl, weiß ich. Okay, Leute, wartet. Wir haben es gleich. So. Jetzt haben wir es, Leute. So, Käferstahl. Ich glaube, viel können wir jetzt nicht mit ausrichten. Nein. Da wir im Typ Nachteil sind, ich hole Vagini. Das ist ein guter Typ Vorteil, Leute. So. Vagini, der kriegt das schon hin, der Junge. Der ist Maschine. So. Okay, Schwertanz, er boostet sich. Okay. So. Wir gehen direkt auf Ausbrennen. Okay, wenn er mit 55er Pokémon kämpft, wird das Legi 60 sein und Endya Lost gedönst, Leute. Weil ich möchte es fangen, wenn ich Pokédex habe, Leute. Versteht? Das war heftig, heftig. Ein wenig zu heftig. Wenn ich dir zu stark bin, dann halt Abstand, Junge. Tentante. Gehen wir auf Bolt. Ja. Der Gift-Typ. Naja, mach uns keine Probleme. Okay. Nein! Ich hab's verwechselt. Okay, macht uns doch Probleme. Wir hätten auf Vagini bleiben sollen. Ich hab Tentante vergessen, verwechselt mit, Tektos oder, nein. Dieses Wasserquallen-Ding. Okay. Macht nur Fluch. Ja, verfluch uns. Hä? Hat Fluch nicht damals auf dem Pokémon Schaden gemacht? Okay. Bei ihm brauchen wir nur einen Eschern. Okay. Bis jetzt läuft's gut. Bis jetzt läuft's gut. Aber bis jetzt, Leute. Es kann jederzeit ändern. Okay. Kämpft er nur mit Stahl? Okay, Leute. Seine Sache, was er macht. Und womit er kämpft. Okay, ich hätte ihn jetzt nicht so gedacht, dass er so auf Stahl fixiert ist. Okay. Bettis hatte sich ja diesen fetten Elefanten ausgesehen. Der ist ja auch Stahl, okay. Man kann es schon irgendwie zurückleiten, dass er viel mit Stahl kämpft. Okay, Mauzinga. Ja, okay. Und das ganze Pokémon, das Spiel ist ja auch auf Technik und so fixiert. Okay, er kann es hinkommen. Okay, Leute. Nach dem Mauzinga kommt sein Dynamax-Pokémon. Mal schauen, wen er so hat. Das ist aber ein. Das ist eine geile Battle-Mucke. Erinnert mich so an die Star Wars-Mucke. Pantinaraya. Wir bleiben, Leute. Oh, mein letztes Pokémon. Das sieht aber nicht gut für mich aus. Aber das Lied erinnert mich an diese Star Wars. Ja, da. Das meinte ich. Das Pokémon an diese Star Wars Fight-Mucke. Okay, 140. Ja, moin. Oh, ich weiß nicht, ich glaube, das war die Maul-Mucke aus Episode 1. Keine Ahnung, Leute, aber an die erinnert es mich. An diese, Sith-Mucke mit diesem Geschrei. Ich weiß es nicht. Okay, der hat auch keine eigene Dynamax-Form. Warum? Oder kommen die ganzen Dynamax-Formen erst später bei, den Erweiterungspass? Ich werde dir zeigen, wie ein wuchtiger Schlag aussieht. Oder kommen die erst bei den Battle-Pässen? Okay, mal schauen. Okay. Der hat aber eine Dynamax-Form. Und es sieht größer und monströser aus als wir. Okay. Puh.
Okay, wir sind zuerst dran mit deiner Brand. Oh. Oh. Er tankt. Er tankt. Okay, welches Sonnenlicht? Okay, nein. Ich hatte gerade Angst, weil Boden effektiv auf Gestein ist. Oder? Nein. Doch. Bin ich dumm? Effektiv. Und ich schlage auf mein Mikro. Ehre. Okay, er setzt keine Top-Genesung ein. Okay. Okay, das wäre der Fight. War entspannt. Wir hatten halt einen Vagini-guten Typ-Vorteil, muss man sagen. Alter, was war das für ein Sound? Das war nicht gut für mein Ohr. So. Er hat am Ende noch gut Schaden gemacht, kann man sagen, Leute. Ja, Rose. Ich hab dich vereitelt. Ein willkommener Abwechslung zu einem Kampf. Ich hab mich schon lange nicht mehr so amüsiert. Ja, der Kampf hat aber auch nicht dieses Pokémon aufgehalten. Höchst beeindruckend, lieber Skelly. Kein Wunder, dass hier der unschlagbare Champ unsere geliebte Gala-Region dich für die Arena-Challenge empfohlen hat. Ich hätte nur zu gerne gesehen, wie du dich hier im Champ-Match geschlagen hättest. Es tut mir wirklich leid, dass ich mit dieser Sache deine Arena-Challenge ruiniert habe. Aber mir blieb leider keine andere Wahl. Unsere Energieprobleme muss so schnell wie möglich aus der Welt geschafft werden. Auf diesem Grund habe ich Edynalos erweckt, aber es ist mir nicht gelungen, es zu bändigen. Den hat euren großen Kampf hingeworfen, um mich zu retten. Er ist wie ein edler Ritter erschienen, der die Prinzessin vor der bösen Tracht beschützt. Jawohl, dieser Vergleich. Ich liebe es, große Reden zu schwingen. Ich weiß, ich weiß. So langsam sollte ich wirklich einen Schlussstrich ziehen. Der Champ hat Indylas inzwischen bestimmt gefangen. Wenn du neugierig bist, kannst du gerne mit dem Lift zu ihm hochfahren. Du wirst doch sicher auch mit... Oh, du wirst doch sicher auch mitgehen, Hopp, oder? Ich hoffe, du bist wegen deiner Niederlage gegen mich nicht am Boden zerstört. Na los, geht und seht nach, wie es dem Champ so ergangen ist. Am Boden zerstört, da kennen sie mich nicht genug. So schnell lassen meine Pokémon und ich den Kopf nicht mehr hängen. Wir geben niemals auf. Das habe ich bei der Arena Challenge gelernt, die sie selbst ins Leben gerufen haben. Okay, Leute. Ob wir Indynalos fangen, ich bezweifle, dass er den gefangen hat. Und wann wir Zacian bekommen, seht ihr im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auch ein Like da, um keine weiteren Videos zu verpassen, abonnieren. Und sonst euch eine Ciao. Leute.